die Polizei 2013 wieder falsch gesagt. Es ist ohne die. Polizei 2013 Folge 4 und Polizei 2013, die Simulation. Ach so. Und wie im echten Leben haben wir jetzt noch 3 Minuten Zeit, zurück von der Schicht zu fahren und unsere Beweismittel zu analysieren. Das ist das Schönste, wenn man von der Schicht kommt. Currywurst. Richtig. Und Besseres gibt es nicht. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass du komplett obsolet bist, wenn ich nur auf diesen Pfeil fahr schaue. Links! Der Pfeil beschimpft mich wenigstens nicht. Halt's Maul. Wir müssen die forensischen Beweise... Die forensischen Beweise. Die Beweise, die wir gesammelt haben... Meinst du, in echten Streifenwagen geht's auch so freundlich und friedlich zu? Könntest du bitte aufhören, das Wort Streifenwagen zu sagen und lieber das altdeutsche Funkstreife verwenden? Das finde ich heimeliger. So. Funkstreife. Oh Gott, nur noch 2 Minuten! Ich wurde tatsächlich neulich von der Polizeistreife angequatscht, weil ich zu Hause im Hause meiner Eltern die Fassade mit Leuchtmitteln dekoriert habe fürs Weihnachtsfest. Du Wahnsinniger! Und ich stand auf einer Leiter und hatte eine leuchtende Lichterkette im Arm und dann hielt ein Streifenwagen, weil ein Nachbar angerufen hat, Einbruch. Da ist einer mit der Leiter. Tags am helllichten Tag, der eine leuchtende Lichterkette in der Hand hat. Der Lichterkettendieb. So, und jetzt Tatort von untersuchen lassen. Jawohl. Aha, PKW-Cremefarben, PTK... Finden Sie den Täter, nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Die haben anhand des Lachs das Kennzeichen rausgekriegt. Ja. Respekt. Weißt du das nicht? Nee. Weißt du, wie die auf dich mit deiner Lichterkette aufmerksam geworden sind? Wieso, bei mir ist doch der Lack schon ab. Ja, genau, deswegen. Es gibt ja nicht so viele, mit denen der Lack, die schon so verbraucht sind. Oh nein! Das ist wie bei den Vampiren. Jetzt kommen sie gleich. Aber die Lichtstimmung ist gar nicht so schlecht. Das sieht tatsächlich aus, als hätte es gerade geregnet und... Sagen wir mal, es hat nachgeregnet. Und wir haben aber noch 2 Minuten. Das sind übrigens keine echten Minuten. Sondern? 18.55 Uhr. Die haben aber ganz schön lange Schicht. Oh, ich hab... Also als Beamter bist du doch normalerweise um 4 Uhr schon längst daheim. Stimmt. Aus dem Weg! Links rum. Wir müssen einen Verkehrsunfall aufklären. Dabei weitere zu verursachen. So. Fahrer festnehmen und abtransportieren. Das klingt ja schon irgendwie krass. Wow, was war das jetzt? Also cremefarbenes Fahrzeug, PTKY91. Kannst du dir Autos anschauen? Das ist er. Oh, oh, oh. Ja, da ist er. Scheiße, jetzt haut er ab. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der beste Polizist. Nein! Mein Gott. Der Bursch, das ist Beamtenbehinderung. Jetzt ist mal Action. Meine Fresse! Ich pack's grad gar nicht. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halt. Bring's zum Stehen, jetzt fahr halt rein in den. Jawoll. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie. Mein Gott, noch 1 Minute, oh Gott! Die gehen schon pünktlich zum Schichtende. Hörst du ja, einfach auf, oder? Was ist jetzt? Du hast gewonnen, du wurdest verletzt. Oh. Krankenhausaufenthalt. Wahnsinn. Also ich kann mir das 1:1 als Hermann-Joha-Action-Konzept-Serie so vorstellen. Ja. Wer mal wissen will, was in den Hermann-Joha-Serien passiert, dem sei empfohlen, das Alarm für Cobra 11 Let's Play von uns anzuschauen. Da tragen wir nämlich den Wikipedia-Eintrag vor, wie Wikipedia uns erklärt, was bei Alarm für Cobra 11 so passiert. Trivia, es kommt zu Verfolgungsjagd. Jetzt habe ich ja Zeit, meine Polizeigeschichte zu erzählen. Ich bin einmal Opfer eines Diebstahls geworden. Wurde gestohlen. Mein iPod damals, der hat damals ein Monatsgehalt gekostet, als ich noch neben der Schule so im Supermarkt gejobbt habe. Und dann war ich auf der Polizeiwache, um eben meine Aussage aufzugeben und hatte dann einen Wachtmeister Fritz da, der diese Aussage entgegengenommen hat. Und das war so lange sehr seriös, bis mir aufgefallen ist, dass aus seinem Tisch so ein Schild steht, wo halt Polizeiobermeister Fritz, also Pommes Fritz. Und versuch mal, with a straight face eine Aussage zu machen, dass dir dein iPod geklaut wurde, wenn der Pommes Fritz das wissen will. Wir tun alles, um das Gerät wiederzufinden, aber große Hoffnungen brauchen Sie sich nicht machen. Ach so, danke, Pommes. Und diese Pommes Fritz. Ja. Gruß an Polizeiobermeister Fritz. An dieser Stelle hat mein iPod nie wieder aufgetrieben. Da ist der verwandt oder verschwägert mit dem Fritz oder mit Clemens genau, Fritz? Genau, ja. Mit unserem Fritz, weil alle Fritz sind verwandt und verschwägert.
Ja, ich hatte Tagesbefehl, jetzt pass auf. An dem Tag mein Glauben an die Justiz verloren. Die Betriebszulassung bei Lokalitäten mit Gaststättenanbindung zu überprüfen. Das klingt nach einer typischen Polizeiaufgabe. Das klingt wie Beamten Deutsch für Schutzgeld erpressen. Ja. Na, wollen wir doch mal sehen, ob sie auch eine Zulassung haben. Wenn ja, dann erzählen sie es doch mal bei dem Kumpel Bargeld. Sie können mich nicht verhauen. Legen Sie doch bitte die 5300 Zulassungen in einem Umschlag hier auf den Tresen. Auch das werde ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notieren. Das fahren wir mal mit dem Bus, oder? Klar. Das soll aussehen, dass wir halt ein Sixpack dabei haben. Du wolltest ja vorher keins kaufen im Supermarkt. Ich spreche vom Polizisten, Mann. Ach so. Alter. Jetzt kommt er mir hier mit, wie heißt es? Bier. Jetzt wollte ich gerade was sagen, aber jetzt heißt er nur Hick und nicht anders. Hickbräu? Hickbräu, Mann. Das knallt. Ihr könnt ja mal, wenn ihr euch oder wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schreibt doch unten in die Kommentare mal blöde Biernamen aus eurer Region. Was ist denn hier? Hier ist, glaube ich, schon das erste Ding. Wir lassen den Bus mitten auf der Straße stehen, weil wir es können. Nanu. So. Und gehen jetzt mal hier rein. Mal gucken, ob die eine Hick-Lizenz haben. Eine Lizenz zum Hicken. Ja, mal sehen, was die späteren Folgen noch so bringen, wen wir da auf Lizenzen prüfen müssen. Ja. Scheint eine Flüsterkneipe zu sein. Speak easy, du musst an die Wand klopfen und das Passwort sagen. Das ist doch hier die Tür. Ja, tatsächlich. Nein. Hä? Das Passwort ist Disney, schickt mich. Hier war doch gerade eine Tür. Ja, scheint so. Vielleicht musst du von der anderen Seite ran. Oder die haben den Laden dicht gemacht. Luftdicht. Hey, Meister, die Bullen sind draußen. Was ist denn deine Lieblingspolizei- oder Krimiserie? Boah, schwer. Großstadtrevier? Ja, natürlich. Also wer Großstadtrevier nicht mag, ist kein guter Mensch. Ich glaube, ich habe mein Lebtag noch keine Folge Großstadtrevier gesehen. Ich schaue mir immer nur das Intro an mit der Truckstop-Musik und dann... Da kommt mehr? Ich dachte, das ist immer nur... Man sieht nur Jan Fedde und dann dazu im Großstadtrevier. So ist es. Sind das eigentlich irgendwie brisante Fälle? Weiß man das? Oder ist das immer nur so, da hat dann der Chinesenfiete irgendwie da doch sein Schutzgeld nicht rechtzeitig bezahlt? Was? Scheiße. Jetzt prüfe ich erstmal die Zulassung. Heute wollen wir doch mal die richtigen Aufgaben schaffen. Wir müssen jetzt erstmal Schutzgeld erpressen. Moment mal. So, also erstmal hier mit dem reden, Person befragen. Sie fängt an zu schwitzen. Gleich Pfefferspray ins Gesicht. Gleich mal das Gesundheitsamt. Ob der wohl eine Aufenthaltsgenehmigung hat? Vorbestraft, Fabian Brunn, Betriebsdienst nicht verhalten, oje. Ja, dann. Ja, dann war es jetzt gleich verhaften. Freilich. Witzig übrigens, der Typ vom Gesundheitsamt wird im Film Soul Kitchen gespielt von, na? Jetzt kommt. Jan Fedder. Nein. Doch. Jan Fedder. Der kann einfach alles spielen. Polizisten und Gesundheitsamtmitarbeiter. Ein großer Mime. Das lässt ihn ganz schön kalt, oder? Oh, der guckt mir direkt in die Augen. Das ist voll gruselig. Ja. Ich gehe jetzt lieber. Vor allem, er hat auch keine Lizenz für diesen sehr gefährlichen Pfeil hier. Der zu lebensgefährlichen Verletzungen. Beamtenverletzungen. Naja. So, einen haben wir schon, weiter geht's. Top. Oder machst du erst die Brandstiftung? Nee, ich glaube, nehm jetzt den Wagen. Geht nicht. Wir machen erst die Brandstiftung, oder? Jetzt machen wir erstmal das mit den Zulassungen. Aber das kann doch sofort wieder vorbei sein. Ja, ist doch nicht so schlimm, aber jetzt haben wir einen Tag lang schon versagt. Erinnerst du dich noch? Den Streifenwagen verloren, Radarfalle verloren. Das war ja nicht versagt. Wir haben zwei Streifenwagen uns klauen lassen, uns eine Radarfalle klauen lassen und den dritten Streifenwagen zu Schrott gefahren, ohne den Täter zu schnappen. Eigentlich eine ganz gute Bilanz für den ersten Tag. Ja, finde ich auch. Und den Respekt von Bettina hast du ja auch verloren. Da wird wohl nichts aus den beiden. Oh, ich spüre da Spannung. Unsere geschätzte Kollegin Marion, die hat ja mal bei Der Horm ist der Horm mitgespielt und zwar auch eine Polizistin, die sich dann in ihren Polizistenkollegen verliebt. Nein, sowas gibt's ja nie im Fernsehen. Doch. Bei Der Horm ist der Horm. Der Horm ist der Horm. Das ist eine Daily Soap im bayerischen Fernsehen. Für alle, die des bayerischen Fernsehens nicht mächtig sind. Das, also die Leute, die quasi im Leben gewonnen haben. Das ist lustig, das bayerische Fernsehen gesagt. Kriegst das bayerische Fernsehen hat wie viele Abonnenten bei YouTube? 160? Nee. Irgendwie sowas.
klauen, den sind wir also über. Die klauen unsere Let's Plays. Guck dir den an. Jetzt, was hat der da gemacht? Das Auto abgefackelt und... vergessen wegzulaufen. Tatort untersuchen. Ob es über ihn dagegen wohl einen Täter gibt. Fußspuren. Fingerabdruck. So kann ich einfach den jetzt hier... Mal schauen, ob er noch Fusel schwingt. Aha, 0,1. Schluck aus dem Kanister genommen. Die alte Alkoholleiche. Anton Stiegler. Oh, der weiß nichts. Wie? Wo haben wir denn etabliert, dass er das nicht ist? Zeuge bei Brandstiftung. Ach so. Aha. Das ist hier, das haben wir jetzt schon. Können wir den nicht sicherheitshalber trotzdem abführen lassen? Ich muss das hier aber abführen lassen. Stark beschädigt. Ja. Danke, PDA. Ja, dann rufen wir jetzt ein Abtransport. Abschleppfahrzeug, bitte kommen. Wie mein Halbbruder in jungen Jahren immer gesagt hat, ein Abschleckwagen. Dreh dich mal um, der kommt bestimmt von hinten. Irgendwo, nee. Bleibt denn der Abschleppdienst? Ja, das sind halt keine so. Da komm da! Da komm da! Der ist aber schon fix. Ich hatte ja neulich einen Reifenplatzer auf der Autobahn. Echt? Ja. Und dann habe ich einen ADAC gerufen und dann hat der... Achtung, jetzt pass auf, jetzt kommt der Super Power Slides. Dann hat er eine Stunde gebraucht, bis er da war und halt natürlich dunkle Autobahn. Jawoll! Break it down! Und ich hatte halt die Lichter an und so, dann war er fertig, hat ein Ersatzrad aufgezogen, ich wollte weiterfahren, Abschleppwagen war schon wieder weg. Und da war meine Batterie natürlich leer. Dann stand ich nochmal eine Stunde auf der Autobahn, bis der da der gleiche Typ wiederkam. Achtung! Und? Der hat sich echt viel getan, nach Teil 1. Knaller. Ja gut. Justice is served. Wieder eine Menge Leben gerettet. Wo fahren wir jetzt hin? Ins Forensiklabor. Erst fahren wir den noch zusammen. Der sich jetzt auch umgedreht hat. Mein Gott, fahr doch. Das verkannte ich dann gleich da. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht bei dem Spiel. So, was auch geil ist, die Lenkbewegungen sind der Killer. Übrigens, alles, was wenn im Film mit Bluescreen irgendeine Autofahrszene gedreht wird und die Leute immer so panisch Autofahrbewegungen machen, obwohl sie eigentlich gerade ausfahren, was da zu viel gemacht wird, das haben sie sich halt hier gerade gespart. Was ich dachte, ich bin Polizist. Jetzt fahr gefälligst wieder zu den Kneipen. Nein, ich muss doch erst ins Forensiklabor. Das ist der Tages... Nee, das ist gar nicht der Tages. Nein, ist es nicht. Da kommst du nachher eh noch mal vorbei. Sicher? Ach schon, jetzt bist du ja auch schon da. Na dann. Vorbei. Ja, kannst du mal schnell reinschauen, oder? Durch die Wand fahren. Das Schlimmste am Polizeialltag ist glaube ich, dieses dauernde Gedüdel, ja. Da hätte ich auch Bock, Leute zu schikanieren. Das Schlimmste am Polizeialltag ist, glaube ich, Berichte auszufüllen für Verbrechen, die garantiert nicht verfolgt oder... Vor allem in einer Sprache, die niemand verstehen kann. Mir wurde mal was wurde mir geklaut? Geldbeutel? Jacke mit Geldbeutel. Und dann saß ich da geschlagene 2 Stunden und habe dann halt meine Aussage gemacht. Du hast dem echt schon angesehen, dem armen Benjamin Mann. Benjamin Meyer. Der Täter hält sich mutmaßlich noch in der Stadt auf. Darf ich anmerken, dass dieses Spiel nur total deutsche Namen hat? Vielleicht ist das eine politische Entscheidung gewesen. Was soll denn das? Also das auch, es gibt überhaupt, also auch unbescholtene Bürger, weder Verbrecher noch unbescholtene Bürger sind, haben hier exotischer klingendere Namen. Das ist auch eine hohe Benjamin-Dichte unter den Tätern. Ja, Benjamins waren mir schon immer suspekt. Nur weil du mit 2 verwandt bist, oder wie war das? Nee. Hä? Mit einem? Nee, nicht mal. Mein ehemaliger Mitbewohner hieß so. Ist er nicht Benedikt? Das ist der die... stimmt, der ist kriminell. Der hat ja damals die Gummischlange im Kindergarten geklaut. Achso, eine ist noch ist schon weg. Eine ist schon weg. Das war der. Ich dachte, das war der. Ja, das war der. So. So, jetzt sind wir hier und jetzt? Hier muss der irgendwo sein. Ich kenne nur einen Benedikt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der kriminell ist.
Der ist zwar bei der merkwürdigen politischen Vereinigung, aber das macht ihn ja noch lange nicht straffällig. Okay, was? Wir sind jetzt nah dran. Der läuft schon. Läuft er. Hier geblieben. Entschuldigung, das ist doch das gleiche Spiel wie vor 2 Jahren, oder? Da hat sich überhaupt nichts verändert. Also meinst, ich habe nur das Video gesehen von Sigismund und Marczewski, aber das ist doch... Der dann die Kollegin. Kann man die denn irgendwie anders aufhalten? Wir haben eben ein Handbuch gelesen, man kann den... Wie heißt der? Den... EMS. Also er den hat Schlag, EMS. Stopp, den kannst du aber nur verwenden, wenn er dich attackiert. Er hat EMS, sie hat PMS. So. Pfefferspray. Peng. Und jetzt nochmal. Gleich nochmal, komm einmal noch. Nochmal. Jawoll. Ach, der kann sterben wegen zu viel. Weiß ich nicht. So. So, das war's. Das war's. Ist er das? Der hat doch so eine typische Gangstermütze auch. Ja. Gesucht wegen Brandstiftung. Kannst du mir das Phänomen drinnen Mützen anhaben erklären? Nein. Kann mir irgendjemand von euch da draußen, ich habe es im anderen Let's Play auch schon gefragt, das Phänomen erklären, warum junge Menschen oder hippe Menschen immer drinnen Mützen anhaben? Das ist doch viel zu warm. Kann es vor allem jemand erklären, ohne, beziehungsweise, und wenn, dann kann er von mir aus auch so ehrlich sein und sagen, ich glaube, ich sehe damit geiler aus. Was nicht stimmt. Also was bei keinem stimmt. Aber erzähl's mir bitte nicht, ja, ich habe gerade im Winter immer so einen kalten Kopf in geschlossenen Räumen. Da ist es, ne? Gut gemacht. So, jetzt können wir uns um die Zulassungen kümmern. Aber was verstehen wir schon vom Hipsein? Eben. Ich trage ja nicht mal draußen. Wir sind ja Polizisten. Die tragen aber draußen Mützen. Und drin. Kopfbedeckung auf, Kopfbedeckung auf. Kollege, Kollege. Kennst du die Bayern-Cops? Nein, aber kennst du das Lied, 3 Polizisten von Heindling, wo die 3 Polizisten denen so langweilig ist, dass der eine dann sich richtig was rausnimmt und seine Mützen schief aufsetzt. Na, oder? Super Lied. Es gab früher... 3 Polizisten trinken alkoholfreies Bier und so weiter. Es gab früher im Radio ein Radiohörspiel namens die Bayern Cops ISO 3. Ja, das ist nicht von Bulli gewesen. Das weiß ich nicht, kann sein. Das ist, glaube ich, war, glaube ich, Langemann und die Morning Crew. Ja, also war es mit Bulli zu tun gehabt. Da hat er seinen Durchbruch gehabt. Und da gab es dann immer einen, das war der Marnie. Das war der Pilot vom Polizeihubschrauber mit der Kennung Die fliegende Weißwurst. Sehr lustig, das klingt nach total guter Radiocomedy, wie ich sie besonders gerne mag. Wann aber bin ich aufgewachsen? Ich bin relativ groß geworden. Also ja, Radiocomedy ist immer geil. Was sich die für Figuren ausdenken. Die schon wieder! Aha! Diese nüchternen... Siehst du, einen Tag später, jetzt kriegen wir sie nämlich doch dran. Ich wusste es doch. Er ist der Clubbesitzer, oder? Ja. Direkt das hipste Hemd. Ich war's nicht. Der hat genauso ein Hemd an wie du. Nee, heute hast du gar kein Hemd an. Doch, vorne hattest du so ein Hemd an. Was? Stimmt ja nicht. Doch, vorne hattest du so ein Hemd an. Nein, das war kariert und nicht gestreift. Das sieht genauso... Das bist du. Jetzt kommt's raus. Weg. Führt einen Club in Wenn dem... Wenn der jetzt auch noch so heißt wie ich, dann... Probieren wir erstmal, ob der besoffen ist. Was soll das jetzt heißen? Das Bier hast du mir angeboten. Ja, 0,0, das kann nur ich sein. Aktenkoffer gestohlen. Person befragen. Der Gaststätte wirkt unbesorgt. Ja, wie dieser spannende Tag weitergeht. Nein, das checkst du jetzt noch aus. Also den einen, das schauen wir jetzt noch. Was, den Aktenkoffermann oder was? Achso, musst du den jetzt nicht abtransportieren? Den doch nicht. Wieso denn nicht? Das bin ich, hallo. Ich würde mir sicherheitshalber schon längst mal eingebuchtet haben. Was hat er im PDA gesagt? Schauen wir nochmal kurz. Wirkt unbesorgt. Unverdächtig. Betriebslizenz vorhanden und gültig. Ja, dann passt. Na toll. Doch. Na gut. Ist das der DJ? Das ist Shooter-DJ. So. Naja, gut. Wie diese Wahnsinns-Polizeialltagsgeschichte weitergeht, finden wir in der nächsten Folge raus von Let's Play. Daniel, gib mir Zeichen. Daniel, sag doch was. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das weiterspielen wollen. Ganz ehrlich, so geil ist es nicht. Das ist wahr. Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber ja. Wenn ihr der Meinung seid, wir müssen das unbedingt weiterspielen, was der absolute Unterhaltungsknaller ist, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ich würde einfach mal sagen, wenn das Ding 1500 Daumen kriegt,
1500. Ja. Also ab 1500 Daumen spielen wir weiter, bei weniger spielen wir nicht weiter und spielen dafür irgendwas anderes. Was wissen wir auch noch nicht. Aber sagt, wahrscheinlich was Geileres. Sagt aber dann, also dann müsst euch ja klar sein, da haben wir ja keine Zeit für was anderes. Ne? Also dann fühlen wir halt das. Ja. Ja. Danke fürs Zugucken. Egal, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ihr habt ja trotzdem bis jetzt geguckt. Selber schuld. Dann bis entweder zur nächsten Folge Polizei, je nachdem wie ihr entscheidet, oder zu einem anderen Let's Play auf GameTube. Ciao. Servus.